Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Gedanken. Ich wünsche euch allen von Herzen ein gutes und gesegnetes 2020. Der Jahreswechsel lädt ja dazu ein, über sein Leben nachzudenken, über das, was gewesen ist und das, was kommen soll, was man machen möchte in dem kommenden Jahr, was man sich für sich selbst und für die Menschen, die man liebt, wünscht. Ich persönlich wünsche mir einen anderen Umgang mit der Zeit und den anderen Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Anlass ist nicht nur die Pandemie, sondern auch die Veränderungen meiner natürlichen Umgebung. Es gibt immer mehr Steingärten, die Autos werden immer größer und immer mehr Dinge sammeln sich in meinem Leben an. Gleichzeitig habe ich im letzten Jahr alle meine Bienen verloren, sie sind schlicht eingegangen. Vielleicht bin ich kein guter Imker gewesen. Unsere Pferde leiden unter den immer aggressiver werdenden Insekten. Und in den letzten Jahren ist auch das Heu knapp geworden. Und wer seine Wohngebäudeversicherung im Januar bezahlt hat, wird erfahren haben, dass die Versicherungsprämien gestiegen sind. Ich spüre bei mir, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und in diesem Gefühl kam die Diskussion auf über unseren privaten CO2-Ausstoß. Im Jahr 2019 hat jeder Einwohner Deutschlands durchschnittlich 7,9 Tonnen Kohlendioxid produziert. Dabei darf jeder nur 2 Tonnen Kohlendioxid jährlich pro Kopf ausstoßen. Das ist die Richtschnur, an die wir uns halten müssen, wenn wir Umwelt und Klima auch für die kommenden Generationen schützen wollen. Mein privater CO2-Ausstoß liegt zwar unter dem Bundesdurchschnitt, beträgt aber deutlich mehr als 2 Tonnen. Aus diesem Grund gehen meine Frau und ich als Paar den Weg, CO2-neutral leben zu wollen. Das ist ein schwieriger Weg, denn die Hauptbelastung des CO2-Ausstoßes besteht bei uns aus beruflicher Mobilität. Und von einer Verkehrswende, dieser Seitenhieb sei mir mal erlaubt, sind wir in der Region, in der ich lebe, weit entfernt. Ein vernünftiger öffentlicher Nahverkehr wäre wünschenswert. Wünschen darf man sich ja viel. Aber wenn nichts passiert, muss ich wohl selbst aktiv werden. Was tue ich? Also ich kaufe mich frei. Ich zahle für meinen übermäßigen CO2-Ausstoß einen Ausgleich an die Klimakollekte. Klimakollekte, noch nie gehört, was ist das? Ich zitiere mal von deren Homepage. Die Klimakollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds christlicher Kirchen, über den jeder Mensch, jede Organisation und jede Gemeinde unvermeidliche Emissionen aus Strom und Wärmeenergie, Reisen sowie Papier- und Druckerzeugnissen kompensieren kann. Die Ausgleichszahlungen werden gezielt in Projekte in Länder des globalen Südens investiert und mindern Armut vor Ort, indem sie Frauen stärken, Gesundheit schützen und Perspektiven ermöglichen. Zudem verringern sie den CO2-Ausstoß und schützen so das Klima. Der Ausgleich von CO2-Emissionen geschieht durch Klimaschutzprojekte kirchlicher Organisationen und ihrer Partnerinnen. Soweit das Zitat von der Homepage. Man könnte das Ablasshandel nennen. Zumindest empfinde ich das für mich so. Am sechsten Tag sah Gott seine Schöpfung an und alles, was er gemacht hatte. Und er sagte, siehe, es war sehr gut. In diesem Jahr möchte ich konsequenter das schützen und bewahren, was Gott gut gemacht hat, seine Schöpfung. Ich wünsche euch, dass ihr wohlbehütet unter dem Schutz Gottes lebt. Amen.